Munich Re ist ein global agierender Risikoträger, arbeitet in der Versicherungswirtschaft im Umfeld von Erst- und Rückversicherung. Wir stehen für eine sehr solide Finanzbasis, ein sehr ausgeprägtes Know-how in vielen Sparten. Beispielsweise in der Naturgefahrensparte sind wir sehr gut aufgestellt. Die Nutzung von Geoinformationstechnologie in Munich Re hat eine sehr, sehr lange Tradition eigentlich schon. Wir hatten Mitte der 90er Jahre schon begonnen, GIS-Technologie einzusetzen. Auslöser damals war die Erfassung der in Papierform vorliegenden Weltkarte der Naturgefahren in ein GIS-System. Heute arbeitet mehr und weniger alle unsere Fachexperten in der Versicherung, die sogenannten Underwriter, mit Geoinformationslösungen. Wir unterstützen sie beispielsweise bei der Referenzierung von Versicherungsorten, sogenannte Geokodierung. Wir helfen bei der Visualisierung ihrer Versicherungsbestände, der Portfolios und natürlich auch die umfassenden Geoanalysen. Sie müssen sich vorstellen, manche Kollegen stehen vor der Aufgabe, Hunderttausende von Risikoorten in schneller Zeit auf Erdbeben, Überschwemmungs- oder Sturmgefahr zu überprüfen. Eine andere Nutzergruppe sind natürlich unsere Kunden. Wir haben hierzu ein sehr ausgereiftes System auf dem Markt, das nennt sich Nathan, mit dem wir weltweit für jeden Standort die Naturgefahrensituation berechnen können. Vor dem Hintergrund der neuen Entwicklungen, und hier denke ich insbesondere an ArcGIS Portal und diese Web-App-Applikation, die uns heute auch von Esri zur Verfügung gestellt werden, sind wir in der Lage, sehr schnell, effizient und vor allem maßgeschneidert Fragestellungen, die sich aus dem Versicherungsgeschäft ergeben, zu beantworten und mit Mapping-Lösungen zu unterlegen.